Und Lena, Ja. du hast den Moderationsball, bitte. Wunderbar. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank sozusagen für die Einladung, hier auch von der NKS Recht und Finanzen einen Beitrag zu leisten zur Budgetplanung in Horizont Europa. Mein Name ist Rena Hohenstein. Ich arbeite zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen in der NKS Recht und Finanzen, die als Kontaktstelle Teil des deutschen NKS-Netzwerkes sind. Wir sind aufgehangen im Projektträger DLR, und als Querschnitts-NKS beraten wir zur allgemeinen rechtlichen und finanziellen Fragen zu Horizont 2020 und zu Horizont Europa. Sollten jetzt also auch im Nachgang vor allem noch speziellere Fragen auftauchen, können Sie sich gerne auch an uns wenden. Wir bieten unterschiedliche Workshops in regelmäßig unregelmäßigen Abständen zu verschiedenen Themen an, gerne eben auch in Kooperation, gerade wenn es um die Antragstellung geht, mit den Kolleginnen und Kollegen der Fach-NKSen, wie es bei uns im NKS-Sprech heißt. Genau, haben aber eben auch einzelne Informationen zu den Kostenkategorien und anderen administrativen, rechtlichen, finanziellen Fragen auf der Seite des Portals zu Horizont Europa zusammengetragen. Sie sehen hier den Link hinterlegt und erreichen uns sonst auch in unsere Veranstaltungen über unsere Webseite www.nks-ruf.de. Damit soll es dann auch schon losgehen, Budgetplanung in Horizont Europa. Ich werde mich auf drei grobe Blöcke konzentrieren. Einmal der Frage nachgehen, was macht eine gute Budgetplanung aus? Dann nochmal auf Fördergrundsätze eingehen, einfach so zum grundlegenden Verständnis, was zu beachten gilt. Und dann kommen wir eben auch zu den einzelnen Kostenkategorien, die im Zuge der Antragstellung beantragt und im Antrag hinterlegt werden können. Grundsätzlich die Frage, was ist eigentlich eine gute Budgetplanung? Das ist vor allem dahingehend relevant, dass sie möglichst gut demonstrieren soll, dass es auch eine klare Aufgaben- und Ressourcenzuweisung im Projekt gibt, dass man also nicht einfach eine Summe hat und nicht genau weiß, was für wen und warum eigentlich, sondern dass sich eben auch in dem Projektaufbau, den Sie ja im Zuge der Projektbeschreibung aufsetzen, das auch widerspiegelt, die Aufgabenverteilung in der Budgetplanung und die einzelnen beteiligten Einrichtungen eben auch dann später für die Abwicklung wissen, wie viel auch finanzielle Ressourcen Sie eigentlich zur Verfügung haben. Wenn Sie dort gut aufgestellt sind, verringert das in der Regel das Risiko, dass Kosten zum einen übersehen werden, aber oder auch vielleicht im Nachgang im Zuge von der Zertifizierung von den Finanzberichten aberkannt werden. Und nicht zu unterschätzen ist es auch, dass wenn Sie auch hausintern vielleicht noch mit anderen beteiligten Einrichtungen stellen bei Ihnen in der Einrichtung, sei es das Forschungsmanagement, Drittmittelverwaltung etc., in Kontakt stehen, der Aufwand im Projektmanagement nicht nur innerhalb des Konsortiums, sondern so auch für Sie als Beteiligte sich reduziert, weil eben schon sehr vornherein klar sein sollte, was eigentlich möglich ist und was nicht ist und wo die genau die Bedarfe liegen. Und eben letzten Endes ermöglicht eben auch eine gute Budgetplanung schon in der Antragstellung auch eine faire Verteilung der Fördersumme unter den Partnern. Heute Nachmittag findet ja auch noch eine Online-Veranstaltung speziell zu den Lump-Sum-Grants statt, also Projekte, die über die Pauschalbeträge finanziert werden. Für den Fall, dass Sie dort auch teilnehmen sollten, an der Stelle schon mal der Hinweis, dass die Überlegungen und auch die später noch skizzierten Kostenkategorien im Grunde gleich sind zu dem, was auch für die Beantragung eines Lump-Sum-Grants relevant sind. Da können Sie also durchaus auch noch mit zuhören. Und was wir eben auch sehen, ist, dass eine gute Budgetplanung, da es eben Teil auch des Implementation-Kapitels der Projektbeschreibung ist, auch in der Evaluation durchaus positiv hervorstechen kann. Hier ist ein Beispiel auch eingefügt, wo nochmal darauf abgehoben wird, dass eben auch die Ressourcenverteilung im Konsortium durchaus gelungen ist. Sie sollten beachten, dass Anträge in der Regel so bewilligt werden, wie
wie sie eingereicht wurden, es also keine Nachverhandlungen des Budgets stattfinden. Und Änderungen in der Budgetplanung sind in der Phase der Vertragsvorbereitung daher auch nicht mehr möglich, und erfordern während der Laufzeit in der Regel ein Vertragsänderungsverfahren. Es ist nicht unmöglich, dass auch sich zwischen geplanter Budgetverteilung und tatsächlicher Budgetverteilung im Laufe des Projektes Änderungen ergeben. Aber sollten eben durchaus vor allem im Vorhinein, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, ein gutes Verständnis davon haben, wo eigentlich vielleicht auch beantragte Obergrenzen für das Projekt in Gänze liegen. Nochmal kurz zusammengefasst, das basierend auf den Fragen, die wir zum Teil auch erhalten, wichtigste Faktoren für die Antragstellung. Es gibt seitens der Europäischen Kommission keine Vorgabe, welche Partnereinrichtung wie viele Budgetanteile in welcher Kostenkategorie erhält. Das sollte sich aus den im Projekt verteilten Aufgaben ergeben. Man hat hier also in keinen Proporz, Personalkosten dürfen nur X% des Gesamtbudgets ausmachen oder einzelne Einrichtungen dürfen nicht mehr oder weniger als einen gewissen Anteil erhalten. Das sollte natürlich schlüssig sein. Die konsortialinternen Budgetverhandlungen im Zuge der Antragsvorbereitung laufen. Und wir sind hier in dem Bereich, in der Regel in Konsortialverbundanträgen unterwegs, laufen immer ein bisschen anders. Also wenn Sie jetzt schon Erfahrungen gesammelt haben, vielleicht aus einer ersten Antragstellung, hilft Ihnen das sicherlich für kommende Budgetverhandlungen. Allerdings sei gesagt, dass das immer so ein bisschen anders aufgesetzt wird. Mal wird sozusagen von Anfang an einer Einrichtung ein gewisses Budget so vorläufig zugewiesen und gefragt, was heißt das für euch, wie viel könnt ihr dafür machen. Dann gibt es manchmal Ansätze, wo sehr frei gefragt wird, was ist eigentlich euer auch finanzieller Bedarf ins Konsortium hinein. Und nicht selten oder fast in der Regel werden dafür auch eigene Vorlagen genutzt, die konsortialintern so aufgesetzt sind, dass dann das Gesamtbudget später für den Antrag zusammengestellt werden kann. Da ist es manchmal ganz hilfreich, an der einen oder anderen Stelle nochmal zu gucken, ob wirklich alles abgedeckt ist, was Sie brauchen. Genau. Und eben hier an der Stelle nochmal der Hinweis, dass sich das Konsortium insgesamt auf die maximale EC-Contribution, also die Höhe der Zuwendung, die das Projekt erhalten soll, festlegt und das während der Antragstellung. Und das in der Regel dann auch genauso in dem Grant Agreement, also im Fördervertrag, festgelegt wird und es im Grunde, also nicht nur im Grunde, sondern keine Möglichkeit gibt, das im Nachgang noch zu erhöhen. Sie können natürlich immer am Ende des Tages weniger abrechnen, aber es gibt keine Fälle, wo man dann sagen kann, jetzt ist noch was dazwischen gekommen, irgendwie sind andere neue Gegebenheiten aufgetreten, wir bräuchten doch noch mehr Mittel. Das passiert nicht. Genau. Wie gesagt, konsortialinter oder Verschiebung zwischen den Budgets der einzelnen Einrichtungen und Kostenkategorien ist möglich, aber insgesamt hat sich das Konsortium da eben an einer Stelle festgelegt. Vielleicht so als Aussicht schon, was den Handlungsrahmen und den Spielraum innerhalb des Projektes insgesamt betrifft. Ich möchte noch kurz darauf eingehen, auf die Fragen, was eigentlich zu beachten ist. So grundsätzlich für Vorüberlegungen zur Budgetplanung, was sich aus den Ausschreibungs- und Rahmenbedingungen ergibt, was die Förderfähigkeit der beteiligten Einrichtungen betrifft und auch über die Förderquote bzw. die Kostenerstattungsquote der abrechenbaren Kosten. Können Sie sich informieren? Zum einen sind die relevanten Dokumente immer auch auf der Ausschreibungsseite im Funding- und Tendersportal verlinkt. Die folgen ja immer dem gleichen Aufbau.
Häufig wird auch schon im Calltext sowas aufgeführt, was in die Richtung geht von die Kommission denkt, dass X Millionen Euro eine angemessene Budgethöhe ist. Das ist ein indikativer Wert, da sind Sie als Konsortium nicht dran gebunden. Nichtsdestotrotz strukturiert das natürlich auf jeden Fall auch die Budgetverhandlungen innerhalb der Konsortien, wenn es darum geht, wie groß soll eigentlich das beantragte Budget sein. Und dann an der Stelle auch nochmal die Links zum Online-Manual im Funding- und Tender-Portal, wo wo Sie auch nochmal ergänzende Hinweise finden zu allen Aspekten rund um die Antragstellung, die Reference-Documents, in denen auch die Vorlage für den Fördervertrag zu finden sind. Und dann das schon erwähnte Portal horizont-europa.de. Speziell für die Budgetplanung sind hilfreiche Dokumente eben das Model Grant Agreement, das Annotated Model Grant Agreement, in dem auch unter anderem auch die einzelnen Kostenkategorien auch nochmal von der Kommission erläutert werden. An der einen oder anderen Stelle mag es auch Einschränkungen oder besondere Zusätze geben, die zum Beispiel die Förderfähigkeit von einzelnen, gerade jetzt aktualisiert einzelnen Einrichtungen betrifft. Die General Annexes des Arbeitsprogramms wurden just letzte Woche nochmal aktualisiert. Auch da ist es manchmal ganz hilfreich, nochmal einen Blick drauf zu werfen. Da werden auch die, komme ich gleich noch drauf zu sprechen, die unterschiedlichen Types of Actions, also Arten von Projekten erläutert. Oder für den Fall, dass Sie über etwas stolpern sollten, sage ich mal, was jetzt nicht einfach nur klassisch Research Innovation, Innovation oder Coordination und Support Action in der Ausschreibung hat, finden Sie auch erste Erläuterung, was das eigentlich dann mit den anderen Projektarten auf sich hat. Genau, das NKS-Netzwerk bietet auch eine kommentierte Version des Antragstemplates. Da den Link sehen Sie hier auch eingeblendet, in dem neben den einzelnen Teilen des Part A, also das, was online im Portal ausgefüllt wird, nochmal erläutert wird. Zum Budget gibt es ein paar Worte zu sagen und dann eben auch weiter hinten im Teil Implementation werden auch nochmal Erläuterungen zu den zu allen Aspekten, aber eben auch zu dem Aspekt der Implementation, wo auch nochmal über Ressourcen Auskunft gegeben werden soll, zusätzlich gegeben. So viel vielleicht vorab. Dann der Hinweis, gerade wenn Sie vielleicht koordinierende Einrichtung sind und auch nochmal einen Blick darauf haben, wie setzt sich jetzt eigentlich das Budget zusammen? Es gibt einen Unterschied zwischen der Frage, ob Einrichtungen sich an der Ausschreibung also an dem Projekt beteiligen können oder ob sie auch förderfähig sind. Grundsätzlich ist Horizont Europa eben offen für Partnereinrichtungen aus der ganzen Welt. Jeder Rechtsträger kann sich beteiligen. Allerdings wird dann eine Unterscheidung gemacht zwischen förderfähigen Einrichtungen. Das sind jene, die eben auch EU-Mittel beantragen und abrechnen dürfen. Das sind die Beneficiaries und kommen aus, in der Regel sind das eben Einrichtungen, die aus den EU-Mitgliedstaaten kommen. Zusätzlich gibt es Staaten, die sich zu Horizont Europa insgesamt hinzu assoziiert hatten, die sogenannten assoziierten Staaten, und Länder mit niedrigen und mittleren Einkommen, auch Einrichtungen aus diesen Ländern sind förderfähig. Sie sehen hier auch nochmal hinterlegt die, aktuelle Liste mit Ländern und Einrichtungen, wer in Horizont Europa förderfähig ist. Gerade mit Blick auf irgendwie Neuassoziierungen und Änderungen, was das Vereinigte Königreich betrifft, zukünftig aber auch Kanada und Südkorea. 2025 ist es hier immer ganz hilfreich, auch nochmal aktuell in die Liste zu schauen, ob sich nicht vielleicht, was die Förderfähigkeit betrifft, bei den Ländern etwas getan hat. Und all jene, die nicht förderfähig sind, also nicht förderfähige Einrichtungen, können im Rahmen des Projektes, wie gesagt, teilnehmen, aber selbst keine, Förderung beantragen und damit auch nur als assoziierte Partner teilnehmen. Es ist manchmal etwas unglücklich im Wording, dass einerseits man von assoziierten Staaten spricht, also Ländern,
die dem Programm mit zugeordnet sind und deren Einrichtung förderfähig sind und dann der Begriff assoziierte Partner auf Konsortialebene verwendet wird für all jene Einrichtungen, die gerade nicht förderfähig sind. Klassischerweise ist das beispielsweise Brasilien, Indien, China, USA für die weitesten Teile von Horizont Europa, die Schweiz, die eben als nicht förderfähige Staaten geführt werden und dementsprechend nur assoziierte Partner sind. Die Budgetanteile, die die Partner als Own Resources einbringen, können eben dann auch im Antrag mit aufgelistet werden, fallen aber eben auch nicht über eine ausgewiesene Grenze oder indikative Grenze für die Maximum EC Contribution. Genau, die Förderquote noch mal kurz zusammengefasst. Man unterscheidet hier zwischen den sogenannten Research and Innovation Actions und Coordination und Support Actions, wo alle förderfähigen Einrichtungen, also alle Beneficiaries, 100% der förderfähigen Kosten erstattet bekommen. Bei Innovation Actions gibt es den Unterschied, dass For-Profit-Einrichtungen nur 70% erstattet bekommen und nicht gewinnorientierte Einrichtungen allerdings weiterhin die 100%, also Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Vereine, NGOs erhalten auch bei den Innovation Actions 100% der förderfähigen Kosten und eben dann Unternehmen, KMUs nur 70%. An der einen oder anderen Stelle werden Sie vielleicht auch sehen, dass es Co-Funded Actions gibt, wo diese Kostenerstattungsquote noch etwas abweichend ist. Die kann dann irgendwo zwischen 30 und 70% liegen. In allen Gemein ist allerdings, dass indirekte Kosten als Teil des Projektbudgets immer für alle Einrichtungen unabhängig von der Förderart mit 25% berechnet werden. Woran erkenne ich nun, in was von einem Art von Projekt ich eigentlich unterwegs bin, wenn ich mir die Ausschreibung angucke? Es gibt einmal, das sehen Sie hier dann eingeblendet, und das ist für alle Ausschreibungen, die Sie im Funding- und Tendersportal finden, letztendlich gleich der Hinweis, welches Programm es sich handelt, und dann eine Research und Innovation Action oder eine Innovation Action. Und dann sehen Sie außerdem unter dem Header Type of MGA, also Art des Model Grant Agreements, den Hinweis, ob es sich um einen Action Grant-based Ansatz handelt, also ein Projekt, in dem Sie am Ende tatsächliche Kosten abrechnen, oder einen Lump Sum Grant. So. Ich bin jetzt ganz kurz eben auf diese Vorüberlegungen eingegangen und würde jetzt auf tatsächlich die Frage, welche Kosten eigentlich im Projekt anfallen, was ist davon abrechenbar und wie sind die Kosten abrechenbar, eingehen wollen. Also kommen zu dem zweiten Schritt. Und wie schon angekündigt, noch der kurze Hinweis, welche Fördergrundsätze gibt es eigentlich? Was ist also grundsätzlich zu beachten? Bei den Actual Cost Grants, also bei der Kostenerstattung auf Basis tatsächlicher Kosten, und das ist das, was bei den allermeisten Research und Innovation und Coordination und Support Actions in den Verbundprojekten zu finden ist, kommt vor allem die Berechnung bzw. Kalkulation nach intern üblichen Kostenrechnungsverfahren zum Tragen. Sie sehen hier oben auch noch ergänzt der Hinweis, dass es auch Unit Costs gibt und Pauschal-Lump-Sum-Förderung. Gerade die Unit Costs sind vorrangig im Programmbereich der Marie-Skodowska-Curie-Actions, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen werde, zu finden. Aber diese drei Modelle, also Actual Costs, Mobility Unit Costs im Sinne der Mobilitätsmaßnahmen und Lump Sums, sind so die drei Grundarten, in denen Horizont Europa Projekte, auf die Horizont Europa Projekte als Kostenmodell basiert werden. Genau, dann die Kalkulation grundsätzlich nach intern üblichen Kostenrechnungsverfahren werden Sie gleich auch noch, wenn wir zu den Kostenkategorien kommen, an diversen Stellen sehen. Das heißt, Sie können sich da sehr auch auf das, wie Sie es sonst für Ihre Einrichtung umsetzen, berufen.
Wichtig zu beachten ist, dass es keine Sonderregeln für EU-Projekte geben soll. Sie können also selbst, wenn Sie sich jetzt überlegen sollten, Sie möchten gerne speziell für EU-Projekte ein eigenes Kalkulations- oder Abrechnungsverfahren einführen, sagt die Kommission an der Stelle, das ist so jetzt nicht gedacht, sondern es muss sozusagen über alle Förderquellen oder Finanzierungsquellen hinweg keine Sonderregelung geben. Die ausgewiesenen Regelungen, die so grundsätzlich sich in Horizont Europa wiederfinden, sind sehr ähnlich zu dem, was bereits im Vorgängerprogramm Horizont 2020 anvisiert war. Also für diejenigen von Ihnen, die vielleicht auch schon im Vorgängerprogramm aktiv waren, gibt es da sicherlich im Detail Neuerungen, aber so was die Budgetplanung betrifft, ist doch relativ viel gleich geblieben. Es gilt das Gewinnerzielungsverbot. Das soll also heißen, dass Sie mit den Projekten keine zusätzlichen Gewinne erzielen können. Sowas wie Zinsen von Bankkonten wird darunter jetzt nicht geführt. Es gilt das Transparenzgebot. Das heißt, die Kosten müssen nachgewiesen werden und deren Notwendigkeit muss in der Budgetplanung, in der Abrechnung auch dargestellt werden können. Das Gebot der Kofinanzierung, also was vor allem darauf abhebt, dass selbst wenn Sie als Einrichtung 100% der förderfähigen Kosten erstattet bekommen, kann es an der einen oder anderen Stelle durchaus sein, dass im Zuge der Projektumsetzung bei Ihnen Kosten und Ausgaben entstehen, die darüber dennoch nicht abgedeckt werden. Also 100% Kostenerstattung bedeutet nicht, dass es nicht, wenn Sie sich das Vorhaben, die Vorhabenimplementierung bei Ihnen in der Einrichtung insgesamt anschauen, doch noch einzelne Punkte gibt, die beispielsweise nicht zuwendungsfähig sind oder die nicht abgedeckt werden können. Kein Kumulierungsverbot, auch das werden Sie an der einen oder anderen Stelle auch in den Ausschreibungen vielleicht schon gesehen haben, dass die Kommission durchaus ein Interesse daran hat, dass Projekte im Rahmen von Horizont Europa auch mit anderen Finanzierungsinstrumenten der Europäischen Kommission, beispielsweise den Strukturfonds, gerne verknüpft werden können. Das bedeutet nicht, dass sie im Sinne der Doppelfinanzierung eine Ausgabe an zwei Stellen geltend machen können, aber dass sie eben, wenn Sie sich vorstellen, es gibt ein Gesamtvorhaben, einzelne Teile durchaus überlegen können, welchen Bereich wird beispielsweise im Rahmen von einem Horizont-Europa-Projekt abgedeckt und andere Teile, die Fortführung, werden vielleicht im Rahmen von einer EFRE oder ESF-Förderung finanziert werden können. Dann noch ganz grundsätzlich der Hinweis, was heißt eigentlich förderfähige Kosten? Ich habe den Begriff jetzt schon so häufig verwendet. An der Stelle noch mal kurz das, was auch im Fördervertrag dazu festgelegt ist. Förderfähig heißt, dass die Kosten tatsächlich entstanden sind, während der Projektlaufzeit auch tatsächlich entstanden sind, also nicht vorher oder hinterher. Die einzige Ausnahme, die dort immer gemacht wird, sind Kosten, die zur Erstellung der Endberichte und Prüfbescheinigungen entstehen. Aber ansonsten, wenn das Projekt zu Ende ist, können Sie auch keine Kosten mehr dafür geltend machen. Im Gesamtbudget nach Annex 2, das ist die Budgettabelle, die Sie im Antrag einreichen, die später auch im Fördervertrag übernommen wird, angegeben ist und eben auch, und das ist durchaus immer auch für die Umsetzung entscheidend, dass das, was Sie an Kosten haben, auch für die Projektdurchführung nach Annex 1 der Projektbeschreibung erforderlich ist. Sie sollten identifizierbar und kontrollierbar sein und bei Ihnen in der Buchführung entsprechend geltender Rechnungslegungsgrundsätze und Kostenrechnungsverfahren erfasst sein, in Übereinstimmung mit nationalem Recht und das Grundprinzip der Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Effektivität berücksichtigen.
Was es sind entsprechend nicht förderfähige Kosten. Auch hier Artikel 6.3 des Grant Agreements nochmal nachzulesen. Beispielsweise Kosten, die in Verbindung mit Kapitalrente oder Dividenden auftauchen, Verbindlichkeiten, Schulden, geschuldete Zinsen, Rückstellung für künftige Verluste und Verbindlichkeiten, die eben eher die Organisation in Gänze betreffen und auch keine Projektspezifizität dadurch aufweisen, Wechselkursverluste. Das gilt vor allem für Einrichtungen, die nicht in ihre Kontoführung in Euro haben. Bankkosten für die Überweisung von der Kommission an die koordinierende Einrichtung. Also wenn Ihre Bank Ihnen Geld dafür in Rechnung stellt, dass Sie Mittel von der Kommission erhalten, dass die sind nicht förderfähig. Wenn Sie jedoch als koordinierende Einrichtung, beispielsweise im Zuge von Auslandsüberweisungen, die Mittelweiterleitung dafür Kosten anfällen, das schon. Genau, dann wieder rückgegriffen eben auf das Prinzip der Wirtschaftlichkeit. Übertriebene und unachtsame Ausgaben sind entsprechend nicht förderfähig. Abzugsfähige Mehrwertsteuer soll heißen, dass wenn Sie nicht vorsteuerabzugsberechtigt sind, dann kann die Mehrwertsteuer mit abgerechnet werden. Wenn Sie vorsteuerabzugsfähig berechtigt sind, dann nicht. Genau, und für den Fall, dass es einer sogenannten Suspension, also einer Projektaussetzung kommen sollte, sind Kosten, die in diesem Zeitraum anfallen, eben auch nicht förderfähig. So, das war jetzt ein ganz kurzer Ritt durch, ich sag mal, ein bisschen die Basics. Ich habe gerade schon mit einem Auge gesehen, dass im Chat schon Fragen aufgetaucht sind. Da können wir gerne dann am Ende nochmal gebündelt drauf eingehen. Ich würde jetzt einmal nochmal wirklich tiefer einsteigen wollen in das, was eigentlich an Kostenkategorien und wie diese Budgettabelle aussieht, was es da zu beachten gilt. Genau, und dann kommen wir am Ende gerne nochmal gesammelt zu Ihren ganzen Fragen. Kosten im Projekt. Wenn Sie jetzt hingehen und sich überlegen, ich möchte mich gerne an einem Projekt beteiligen, ich habe irgendwie unterschiedliche Arbeitspakete, Aufgaben zugeschrieben bekommen, was fällt da eigentlich alles für an? Sehen Sie hier eine unvollständige Liste von Dingen, an denen Sie denken können. Das können Geräte sein, das kann auch sein, Personalkosten sicherlich als größter Teil hier in der Mitte einmal ausgewiesen, Reisen, Materialien, Verwertungskosten, Patentanmeldungskosten fallen darunter, Öffentlichkeitsarbeit in der diversesten Form, aber auch Kosten für die Veröffentlichung in Open Access-Journalen oder Kosten, die im Zuge der Bereitstellung der Forschungsdaten, Open Data Kosten sozusagen, die anfallen, können geltend gemacht werden. Externe Dienstleistungen unterschiedlicher Couleur, Prototypenentwicklung, Einbindung anderer Abteilungen. Das Spektrum ist weit. Ich hatte gerade schon so die Grundsätze vorgestellt. Ansonsten gibt es relativ wenig so per se an Kostenkategorien, was nicht beantragt werden kann. Für die einzelnen Bereiche gibt es dann vielleicht noch Spezifitäten. Die Kunst liegt an der einen oder anderen Stelle eher darin zu verstehen, was in den Budgetkategorien bei der Kommission unter welchen Punkten verstanden wird und wie Sie die vor allem richtig zuordnen und entsprechend kalkulieren können. Sie sehen jetzt hier, ich gehe hier einmal durch den Ausschnitt, wie die Budgettabelle letztendlich auch dann im Funding- und Tenderportal, wenn Sie den Antrag anlegen und einreichen, aussieht. Sowohl für die Antragstellung als auch für die Abwicklung folgt die Kommission letztendlich immer diesem gleichen Aufbau: A, Personalkosten, B, Unteraufträge, das sogenannte Subcontracting, C, Anschaffungskosten oder auch Purchase Costs genannt, Reisekosten, Geräte und alles andere fällt darunter. Die sind auch genau in dieser Reihenfolge im Annotated Model Grant Agreement zusätzlich erläutert. Und das setzt sich dann fort
in die Kosten, direkten Kosten D, sonstige Kosten. Hier ist wirklich wichtig zu beachten, dass diese zum Teil ausschreibungsspezifisch nur zur Anwendung kommen. Das betrifft insbesondere D1, Financial Support to Third Parties, ist dann gegeben, wenn Sie im Rahmen Ihres Projektes so eine Art Mini-Ausschreibung machen können und wiederum andere Leute sich auf kleinere Grants bewerben können. Das wird auch als Cascade Funding umschrieben. Das ist nicht standardmäßig für alle Ausschreibungen vorgesehen. Da müssten Sie tatsächlich auch immer im Arbeitsprogramm bzw. in der Ausschreibung schauen, ob und wenn ja, unter welchen Bedingungen das möglich ist und vorgesehen ist. Interne Leistungsverrechnung ist etwas, das standardmäßig in Horizont Europa durchaus möglich ist. Das D2, Internally Invoiced Goods and Services. D3, Transnational Access to Research Infrastructures, Virtual Access to Research Infrastructure und dann eben auch Public-Private Procurement etc. Zum Teil auch der ERC, wie Sie sehen es hier schon an den Überschriften, ist wirklich etwas, was programmbereichsspezifisch und ausschreibungsspezifisch nur zur Anwendung kommt. Da werde ich auch im Weiteren nicht mehr drauf eingehen, aber der Hinweis eben, dass wenn Sie sich die allgemeinen Informationsunterlagen anschauen, werden diese Punkte in der Regel mit gelistet kommen, aber eben nicht immer zum Tragen, wenn Sie in einem in Anführungsstrichen normalen Verbundprojekt unterwegs sind. Ganz am Ende der Budgettabelle sehen Sie dann hier noch letztendlich, was passiert, wenn man vorne die Budgetkategorien erfüllt. Ganz links wird die Funding Rate ausgewiesen, also die Frage, ob Sie 100% der direkten Kosten erstattet bekommen oder beispielsweise nur 70%. Das ist bei den Research and Innovation Action und Coordination und Support Action steht hier dann, es wird automatisch vom System in der Regel übernommen, steht hier dann eben überall 100%. Bei den Innovation Actions ist es so, dass wenn Sie als Einrichtung als For-Profit-Einrichtung im Portal hinterlegt sind, also tatsächlich ein Unternehmen sind oder ein kleines und mittelständisches Unternehmen und bei Ihnen in den Organisationsdaten quasi For-Profit angekreuzt ist, dann übernimmt das System hier für die Innovation Actions automatisch nur 70%. Darauf wird die Maximum EC Contribution berechnet. Also das ist das, wo die Kommission sagt, basierend auf dem ausgewiesenen direkten Kosten ist das die maximale Höhe dessen, was zuwendungsfähig ist. Sie können, wenn Sie möchten, auch weniger beantragen. Also sagen, dann sind wir im Bereich der Requested EU Contribution. Also freiwillig sagen, wir könnten zwar 100.000 Euro bekommen, wir möchten aber nur 90.000 Euro haben, dann kann das an der Stelle angepasst werden. Ist sehr selten der Fall aus der Erfahrung sprechend, und muss auch nicht gemacht werden, aber kann gemacht werden. Deswegen hier der Hinweis. Und für den Fall, dass Sie eben nicht 100% der Kosten erstattet bekommen, muss zusätzlich das, was hier so ein bisschen in hellgrau auch hinterlegt ist, der Teil Other Sources of Funding befüllt werden. Und Resources hebt darauf ab, dass Sie selber als Einrichtung die Differenz zwischen den ausgewiesenen Projektkosten und der EC Contribution tragen. Financial Contributions kann sein, wenn Sie beispielsweise von anderer Seite Mittel zur Verfügung gestellt bekommen, da dass Sie das dort auch eintragen können. In den allermeisten Fällen werden allerdings diese Differenzen, diese sogenannten Eigenanteile über Own Resources getragen. Genau, dann komme ich zu den
Personalkosten. So, jetzt geht es so langsam ans Eingemachte. Wir gehen sie jetzt alle der Reihe nach durch. Für die Personalkosten vorab ein paar Hinweise, dass Sie ein bisschen besser verstehen, weil das durchaus ja auch der größte Teil bei den meisten, in den meisten Projektbudgets ist, wie sich dem eigentlich genähert wird. Üblicherweise wird vor allem im Konsortium eine Abfrage gemacht. Zum einen, wie viele Personenmonate braucht ihr und wie viel kostet ein Personenmonat bei euch durchschnittlich? Ein Personenmonat heißt, die Kosten für eine Person für einen Monat in Vollzeit. Diese Personenmonatskosten, die dann im Rahmen des Konsortiums irgendwie vielleicht genutzt werden, um sich dem Budget zu nähern, sowie die Budgetplanung insgesamt kann auf internen Kalkulationssätzen für Personalgruppen basiert werden. Also wenn Sie eh schon so Durchschnittssätze nutzen, dann können Sie dies einfach angeben oder aber personenspezifisch. Sie haben also auch die Möglichkeit zu sagen, wir wissen schon, dass Person 1, 2, 3 im Projekt mitarbeiten wird. Wir schauen uns an, wie viel verdienen die gerade, rechnen das hoch und nutzen das dann für die Kalkulation der Personalkosten. Da sind Sie an der Stelle freigestellt. Grundlage ist ebenfalls das Arbeitgeberbrutto. Das heißt, Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteile zu Sozialrenten und Krankenversicherung werden dort mit berücksichtigt. Sie können auch Gehaltsbestandteile berücksichtigen, die arbeits- oder tarifvertraglich vereinbart sind, Zusatzleistungen etc. und auf objektiven Kriterien beruhen. Gerade der letzte Hinweis ist dann relevant, wenn Sie beispielsweise bei sich einrichtungsintern Sonderzulagen, Bonuszahlungen vorsehen. Auch hierzu gibt es im Annotated Model Grant Agreement nochmal einen Absatz dazu, unter welchen Voraussetzungen die mit abrechenbar sind und entsprechend eben auch in der Budgetplanung berücksichtigt werden können. Ich habe Ihnen hier nochmal ein kurzes Beispiel unten eingeblendet. Für die Antragstellung können Sie Gehaltssteigerungen antizipieren und das über die gesamte Projektlaufzeit. Wenn es dann zur Abrechnung kommt, wird geschaut, was ist tatsächlich angefallen. Aber wir sind hier ja sozusagen in dem Bereich, wo es darum geht, eine bestmögliche Schätzung der erwarteten Kosten abzugeben. Und einfach nur, um es für diejenigen von Ihnen, die vielleicht noch nicht ganz so vertraut sind in dem Bereich, etwas greifbarer zu machen. Das Beispiel, dass wenn jemand 40.000 Euro pro Jahr verdient, 2024 angenommen in Vollzeit, Sie schon wissen, üblicherweise steigen die Gehälter so irgendwie um 3% jährlich. Das Projekt soll 4 Jahre laufen und startet voraussichtlich in 2025. Dann können Sie eben hingehen und anfangen, einmal die Gehaltssteigerung für 20, also mit 2025 anfangen, das dann weiter fortführen, sodass Sie hier insgesamt auf knapp 172.000 Euro kommen. Und das wird dann einfach durch die angenommene Projektlaufzeit von 48 Monaten geteilt. So haben Sie quasi einen Wert für einen Personenmonat, der so ein Durchschnittswert ist. Da können Sie auch beliebig noch auf- oder abrunden, wenn Sie möchten. Da wird von der Kommission keine Vorgabe gemacht. Vielleicht wichtig noch zu beachten ist, dass wenn Sie jetzt sagen, wir möchten jemanden, die sollen gar nicht in Vollzeit arbeiten, sondern das ist nur jemand in Teilzeit geplant. Häufig ist es so, dass man dann trotzdem Personenmonatskosten eben immer basierend auf Vollzeit berechnet. Also man würde hier bei den 3.591 Euro bleiben, aber dann eben nur die Hälfte, also die Kosten pro Personenmonat gleich bleiben, aber eben dann nur die Hälfte der Personenmonate 24 und nicht 48 für die Planung berücksichtigt. Genau, vielleicht noch als letzter Hinweis. Es gibt durchaus auch Fälle, wo vielleicht einfach nur 400.000 Euro eingetragen wird. Auch das ist theoretisch möglich. Ob es sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Genau, aber Sie haben sozusagen, das sind so ein bisschen die Wege, in denen das normalerweise läuft, was für Sie, wenn es darum geht, Schätzwerte abzugeben, vielleicht noch relevant ist, zu gucken, ist, wie Sie dann später die Personalkosten abrechnen. Auch da sehen wir Unterschiede. Sie haben die Möglichkeit, einmal unter A1 Personen mit einem Arbeitsvertrag abzurechnen.
Dann gibt es mit Blick auf die Abrechnung der tatsächlichen Personalkosten noch diese Personalkostenkategorie A2. Das sind Personen mit sonstigen ähnlichen direkten Arbeitsvertrag, also alles, was beispielsweise auch Stipendiatinnen und Stipendiaten unter bestimmten Voraussetzungen sein könnten. A3 sind von Dritten gegen Entgelt entsandtes Personal. Wenn Ihnen also von anderer Seite Personen im Projekt mitarbeiten dürfen, also Ihnen beispielsweise eine Schwesterfirma Personal zur Verfügung steht oder ein anderes Institut Ihnen Mitarbeitende für eine Zeit für die Mitarbeiter im Projekt zur Verfügung stellt, sind das Kosten, die unter A3 berücksichtigt werden können. All diese Konstrukte, die auch im Annotated Model Grant Agreement nochmal nachgelesen werden können, beinhalten allerdings nicht Personal über Zeitarbeitsfirmen. Das sind tatsächlich dann im deutschen Kontext insbesondere Kosten, die als Unteraufträge ausgewiesen werden müssen und eben hier sich in den Personalkosten auch später in der Abrechnung nicht widerspiegeln. Unit Costs, das sind hier keine Unit Costs im Sinne der MSCA-Pauschalen für den Fall, dass Sie auch mit anderen Programmbereichen vertraut sind. Hier geht es darum, dass Sie quasi interne Sätze der Einrichtung für die Abrechnung nutzen können, die eben dann vielleicht auch schon bei Ihnen für die Personalplanung zum Tragen kommen. Für diese Personalkostendurchschnittssätze. Auch hierzu gibt es noch weitere Ausführungen, was genau darunter fällt und was diese Kategorisierung und Berechnung dieser Durchschnittssätze leisten muss, um dann für die Abrechnung auch angewendet werden zu können. Und für geschäftsführende Personen vor allem, die kein eigenes Gehalt beziehen aus ihrer Funktion heraus, sind eben dann Pauschalen letztendlich vorgesehen. Also man kann dann nicht willkürlich das über den Daumen peilen, sondern an der Stelle sagt die Kommission, dass wenn Sie als geschäftsführende Person, wenn es keinen Nachweis darüber gibt, wie hoch eigentlich Ihr Gehalt ist, weil Sie kein Gehalt in dem Sinne haben und beziehen, dann geben wir hier einen Tagessatz vor, der auch die Berechnung ist auch im Annotated Model Grant Agreement nachzulesen. Können Sie sich sonst gerne auch noch mal an uns melden, an uns wenden, wenn Sie dazu spezifisch Fragen haben. Vielleicht noch wichtig im Hinterkopf zu haben für die Personalkostenplanung, administratives Personal oder anderes Personal, das jetzt nicht aus dem F&E-Bereich kommt, kann auch berücksichtigt werden, solange die Personen einen Arbeitsvertrag mit ihrer Einrichtung haben und projektspezifisch Stundenaufschreibe führen, können die eben später auch abgerechnet werden und entsprechend auch bei der Budgetplanung berücksichtigt werden. Inflation, Gehaltssteigerungen und Stufenaufstiege beeinflussen eben auch die Höhe des Kalkulationssatzes, also je länger die Laufzeit, desto höher sind in der Regel auch die Kalkulationssätze über das hinausgehend, was Sie aktuell schon an Gehaltssätzen haben. Da kann es durchaus irgendwie, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt Sie verstärkt ins Projekt eingebunden sind, auch nochmal hilfreich sein, nicht einen Durchschnittssatz über die gesamte Projektlaufzeit zu bilden, sondern für einzelne Jahre spezifisch sich das anzuschauen, ob es da Unterschiede gibt. Und nicht zuletzt sollten Sie sich immer auch die Frage stellen, passen eigentlich das dann das Personalkostenbudget, das eben dann als eine Summe eingetragen wird, zu der Anzahl der Personenmonate, die Sie später in der Projektbeschreibung sehen, und die geplanten Aktivitäten zueinander. Der Hinweis hier zu den Unteraufträgen, Budgetkategorie B, Subcontracting, gilt nur dann, wenn begrenzte Arbeiten im Projekt, also einzelne Tasks der Projektbeschreibung von Dritten übernommen werden. Manchmal gibt es hier etwas, ein leichtes Überlappen im Verständnis, was vielleicht unter Beschaffungskosten oder den Purchase Cost zu verstehen ist. Wenn Sie
wirklich größere oder einzelne Aktivitäten, Tasks an Dritte vergeben und die nicht selbst als Beneficiary durchführen, dann sprechen wir erst von Subcontracting. Da müssen die Auftragnehmer, also die Dritten, die das übernehmen sollen, noch nicht namentlich bekannt sein. Es muss allerdings schon im Antrag die Summe und für welche Aktivitäten es vorgesehen ist, eingepflegt werden. Die Vergabe verläuft dann letztendlich und die Beschaffung nach bestem Preis-Leistungs-Verhältnis und rechtlichen Vergaberegelungen. Und abrechenbar ist dann eben auch, selbst wenn Sie im Antrag sagen, dass der Unterauftrag wird 100.000 Euro kommen, nur das, was er tatsächlich gekostet hat, eben der tatsächliche marktübliche Preis inklusive Gewinn. Purchase Costs ist die Sammelkategorie für Reisekosten, Geräte, andere Güter, Arbeiten, Dienstleistungen. Für die Reisekosten gibt es keine Vorgabe. Das können Sie basierend auf Ihren üblichen Vorgehensweisen einfach ermitteln. Es ist ganz gut, hier vielleicht auch ein bisschen Puffer einzubauen, weil es vielleicht noch nicht alle Reisen zum Zeitpunkt der Antragstellung feststehen. Häufig gibt es eine Idee davon, wie oft man sich Projekttreffen durchführen möchte, aber zusätzlich dazu kann es ja noch der ein oder andere Grund geben, tatsächlich zu reisen, Konferenzen, kleinere Workshops etc. Und da werden eben dann auch Reisekosten, Übernachtungskosten, Tagegelder, wenn sie auch aus dem öffentlichen Bereich kommen, irgendwie mit berücksichtigt. Geräte, und das ist tatsächlich einer der Teile, wo ich am Anfang schon darauf hingewiesen habe, dass es hier sein kann, dass sie zwar als Einrichtung Kosten haben, die aber nicht in Gänze zuwendungsfähig sind. Weil bei Geräten in der Regel nur die Abschreibungskosten geltend gemacht werden können, nach internen üblichen Vorgaben. Es gibt an der einen oder anderen Stelle Ausnahmen, die im Arbeitsprogramm oder im Ausschreibungstext vorgesehen sind. In solchen Fällen können auch die vollen Anschaffungskosten abgerechnet werden. Oder eben in einer Kombination. Das ist aber wirklich, da sollten Sie sich im Vorhinein drüber informieren, ob das für Ihre Ausschreibung zutrifft. Ansonsten ist es eben so, dass Sie selber aus und her mit der Anlagenbuchhaltung ins Gespräch kommen müssten, wie lange eigentlich die übliche Laufzeit, die Abschreibungsraten für die geplanten Geräte sind, um dann eben auch antizipieren zu können, wie viel davon Sie eigentlich im Projekt später abrechnen können. Es ist durchaus auch möglich, alternativ Geräte nur zu leihen oder zu mieten. Genau. Anschaffungskosten, hier kommen wir jetzt so ein bisschen zu der großen Sammelkategorie. Umfasst eben alles, was Sie als Einrichtung hinzukaufen müssen, um Ihren Anteil an der Arbeit im Projekt zu leisten. Also Verbrauchsmaterialien jeglicher Art, Kosten für die Verbreitung, also alles, was Dissemination, Communication, Exploitation betrifft, wie eben auch Schutz der Ergebnisse, Übersetzungen, Publikationen, Zertifikate, die Webseite irgendwie vielleicht nochmal aufzusetzen. Also es ist eine nicht enden wollende Liste an Möglichkeiten, die eben immer tatsächlich an der Stelle auch projektspezifisch sein müssen. Wir bekommen häufiger die Frage, ob nicht auch Laptops oder so PCs förderfähig sind. Das sind sie in der Regel nicht, wenn Sie als Grundausstattung zählen. Das müssten Sie dann über, dafür sind genau die indirekten Kosten vorgesehen. Nur wenn es wirklich eine projektspezifische Notwendigkeit und Verwendung dafür gibt, dann kann das möglich sein. Eine andere Frage, die wir auch sehr häufig bekommen, ist so ein bisschen, was ist eigentlich so mit zusätzlichen Essen im Rahmen von Workshops und Bewirtungskosten, also Workshopkosten, Raummiete, Moderatoren, Technik etc. Das kann alles mit irgendwie berücksichtigt werden. Das typische Essen am Ende, gemeinsame Essen am Ende eines Tages nicht. Genau, und grundsätzlich gilt aber eben auch dann für all diese Punkte, dass es eben die Auswahl nach dem besten Leistungspreisungsprinzip erfolgen soll, Sie Ihre ganz normalen internen Vergabe- und Einkaufspraktiken berücksichtigen müssen
und eben dann am Ende des Tages in der Umsetzung der tatsächliche Preis für die Abrechnung entscheidend ist. Wenn Sie mehr als 430.000 Euro Zuwendung erhalten, müssen Sie zum letzten Finanzbericht auch ein sogenanntes Certificate on the Financial Statement beisteuern. Ganz nur einmalig am Ende, auch wenn die einzelnen, in den einzelnen Berichtszeiträumen jeweils weniger berichtet wird. Diese Kosten sind zuwendungsfähig, weil sie, wenn sie eben erforderlich ist, wenn Sie sich freiwillig überlegen, wir haben eigentlich nur weniger, wir rechnen nur weniger Kosten ab, hätten das aber gerne für unsere Selbstversicherung. In den Fällen sind die Kosten nicht zuwendungsfähig. Und auch das ist, je nachdem, wie teuer das dann auch sein kann, ganz gut, das als Budgetposten mit zu berücksichtigen. Weil die Kosten, also das sind dann Kosten, die definitiv kommen werden, und die Sie möglichst einplanen sollten. Genau, hier nochmal ein paar Hinweise zu häufigen Fragen. Es gibt keine festen oder relative Ober- und Untergrenzen für die Höhe von Kosten. Was Sie wirklich immer beachten sollten, ist, dass Sie mit der Vergabe von Unteraufträgen oder Beschaffungen nicht die Förderfähigkeit von Partnern umgehen sollten. Interessenskonflikte gilt es zu vermeiden. Und Unteraufträge an Projektpartner oder assoziierte Partner sind nicht vorgesehen. Es gibt hier so eine Ausnahme für Usual Supplier, aber ansonsten ist das Budget so aufgestellt, dass alle Beneficiaries in ihren eigenen Budgets die Ressourcen für die Projektumsetzung haben sollten und eben dann nicht mit unterschiedlichen Querverweisen auftauchen. Indirekte Kosten sind immer 25% auf die direkten förderfähigen Kosten. Das berechnet sich ganz automatisch im System. Ausgenommen davon sind die Budgetanteile für Unteraufträge, für die finanzielle Unterstützung Dritter, und eben auch unter anderem interne Leistungsverrechnung. Es gibt jetzt in dem Projektantrag insgesamt ein paar Stellen, an denen die Ressourcenplanung auftaucht. Part A, also das, was auch im Portal eingetragen wird, da wird die Budgettabelle mit der Summe pro Partner pro Kostenkategorie eingetragen, das, was Sie vorhin schon kurz gesehen hatten. Im Part B tauchen dann die Personenmonate pro Partner und Arbeitspaket auf. Es gibt zusätzlich im Part B noch eine Stelle, an denen gegebenenfalls zusätzliche Erläuterungen für die einzelnen Kategorien eingefügt werden müssen. Und gerade wenn Sie assoziierte Partner im Projekt mit dabei haben oder aus irgendeinem Grund freiwillig noch, weiß ich nicht, Personenmonate, die Sie nicht abrechnen wollen, darstellen möchten, haben Sie hier auch die Gelegenheit, das in dem Abschnitt 3.2 Capacity of Participants and Consortium as a whole mit im Fließtext einzufügen, wenn Sie das nicht zahlenmäßig quantifizieren möchten oder können. An der Stelle jetzt ganz kurz der Hinweis, wie Sie uns als NKS Recht und Finanzen noch erreichen, gerne auch über unsere funktionale E-Mail-Adresse, bei der Sie uns alle dann gleichzeitig quasi erwischen oder eben unter den hier angegebenen Telefonnummern. Und an der Stelle würde ich dann denken, wir machen weiter mit eurem kurzen Ausblick, was ihr noch an Services anbietet, um dann in die Fragen einzusteigen. Ja, vielen Dank, Rena. Dann hole ich mir jetzt wieder die Rechte zurück. Okay. Genau, dann noch ganz kurz zu uns, der NKS Bioökonomie und Umwelt. Wer wir sind, für die, die uns noch nicht kennen, wir sind eine Stelle, die sozusagen als Schnittstelle auch fungiert und verstehen uns als Mittler zwischen den hier dargestellten Einrichtungen, dem Bundesministerium für Bildung und Forschung in unserem Fall, der EU-Kommission, den EU-Referenten und Referentinnen an den Einrichtungen, wie zum Beispiel Universitäten, aber auch anderen Einrichtungen, hat solche Kontaktstellen eingerichtet und natürlich auch der Fachszene an sich, also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber auch natürlich Vertreter von Unternehmen zum Beispiel. Und wir bereiten entsprechend Informationen auf und unterstützen die verschiedenen Akteure, die hier dargestellt sind.
Die Services, die wir anbieten, sind kostenfrei und auch vertraulich. Das heißt, wir machen eine Informationsaufbereitung, zum Beispiel über unsere Internetseite oder auch im Newsletter. Also wenn Sie künftig darüber informiert sein wollen, wann Ausschreibungen kommen oder ob wir Veranstaltungen durchführen oder an denen wir beteiligt sind, dann abonnieren Sie gerne unseren Newsletter. Die Veranstaltung, das sind mannigfaltige Formate, die wir bespielen. Zum einen eben diese Webinarreihe oder auch Trainings und Schulungen, Workshops. Aber natürlich sind wir auch auf Veranstaltungen, wenn Sie welche durchführen und uns dort gerne als Referent oder Referentin einbinden möchten, können Sie auch gerne auf uns zukommen. Und von der Beratung, von der Projektidee, wenn Sie sich auf ein Topic bewerben möchten oder ein Topic suchen, bis hin zur Projektdurchführung können Sie uns einbinden. Und noch kurz auf die Informationsmaterialien zu verweisen. Wir bieten natürlich auch eine kommentierte Antragsvorlage an, wo wir auch mit Beispielen, konkreten Beispielen und Erfahrungen sozusagen Ihnen beiseite stehen, wenn Sie dann einen Antrag vorbereiten. Wir schauen uns natürlich auch gerne Projektanträge an und geben Ihnen, soweit das uns möglich ist, auch von der fachlichen Seite her Feedback, wo wir noch Optimierungspotenzial sehen oder wenn bestimmte Dinge noch nicht adressiert wurden, die aber erforderlich sind. Hier sind nochmal die Kontaktdaten auch von der Nationalen Kontaktstelle Klima, Energie und Mobilität. Das ist so ein bisschen teilweise überlappend von den Inhalten thematisch. Und hier nochmal ganz kurz die verschiedenen Themen, die wir jetzt noch anbieten. Das finden Sie aber auch nochmal auf unserer Internetseite gelistet. Und ja, die Kontaktdaten, meine Kollegin Steffi Lehmann und ich, Rolf Strattmann, wir sind für die Webinarreihe zuständig. Wenn Sie konkret dazu Fragen haben, können Sie sich gerne an uns beide wenden. Wenn Sie generelle Fragen haben, können Sie auch die funktionale Telefonnummer oder E-Mail nutzen. So, dann würde ich jetzt auch schon die Q&A-Session beginnen. Es kamen Super. tatsächlich schon einige Fragen rein während dem Chat. Wir sind circa 130 Teilnehmende. Das ist eine sehr gute Zahl. Ich habe gerade auch vorhin gehört, dass das leider nicht mehr für die Teilnehmenden angezeigt wird. Also es sind tatsächlich 130, die hier jetzt dabei sind. Und dann kommen wir auch schon zur ersten Frage. Ich tue gerade noch mal umswitchen auf den Vortrag. Ja, Oh, dann gibt es einen inoffiziellen Richtwert, welchen Prozentanteil des Gesamtbudgets für die Aktivitäten rund um Dissemination, Communication und Exploitation eingeplant werden sollen oder kann, nein, beziehungsweise also. welcher Anteil man nicht übersteigen soll. Nein, gibt es nicht. Das hängt eben auch ein bisschen von den Ausschreibungen und Projekten ab. Wenn Sie in einem Bereich unterwegs sind, wo vielleicht auch gerade sehr viel Awareness Raising, irgendwie Einbindung, Öffentlichkeitskampagnen vorgesehen sind, ist das natürlich irgendwie einfach qua der Ausrichtung des Projektes höher als bei anderen Projekten, die einen anderen Schwerpunkt setzen. Aber es gibt auch keine inoffizielle Regelung. Das sollte sich eben schlüssig aus den Projektaktivitäten ergeben. Vielleicht nochmal kurz der Hinweis, dass diejenigen, die diese Budgets, also oder die Anträge evaluieren und eben auch im Teil von Implementation Blick auf die Ressourcen haben, auch in der Regel aus dem Bereich kommen, wo sie die Anträge einreichen. Das heißt, es sind, wenn sie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind, vielleicht auch, ich sag mal, Kolleginnen und Kollegen, denen vielleicht auch auffällt, auch das ist ja aber jetzt ein bisschen viel irgendwie, was sie da an Kosten planen. Aber eine Obergrenze seitens der Kommission gibt es nicht. Genau, es muss eben auch plausibel nachvollziehbar sein bei der Begutachtung, dann folgt man dem eigentlich. So, dann welche Förderquote unterliegen gemeinnützige Einrichtungen bei Innovation Actions? 100%, da sie gemeinnützige Einrichtungen keine For-Profit, also keine gewinnorientierte Einrichtung sind. Das heißt, egal wo, also auch bei Innovation Actions bekommen sie 100%. Okay, vielen Dank. Dann, ja, die Folien werden natürlich im Nachgang auf unserer Internetseite zur Verfügung gestellt und auch dann der Link zur Aufzeichnung. Folie 16. So, dann gehe ich mal direkt auf Folie 16.
Gilt die Nachweisbarkeit, Transparenz auch für Pauschalen? Also wenn Sie jetzt meinen Pauschalen im Sinne der Lump-Sum-Forderung der Pauschalbeiträge, ja, allerdings ist in der Abrechnung kommen die nicht zum Tragen. Wenn Sie jetzt von beispielsweise Pauschalen, wenn Sie Pauschalen meinen intern, die Sie nutzen, um Stückkosten zu ermitteln und das als Pauschale sehen, dann müssen die zum Teil auch nachvollziehbar sein im Falle einer Prüfung. Genau, für die Lump-Sum-Grants, das gilt es grundsätzlich schon, genau, wird aber dann eben, da es keine Kostenprüfung gibt, ist so die Frage, wann das dann auftauchen würde. Und auch bei Folie 16 jetzt noch, sind auch Kombinationen mit anderen nationalen Förderprogrammen möglich? Genau, also von der Idee her schon, dass Sie eben, wenn Sie sagen, wir haben hier irgendwie ein generelles Thema, irgendwas, was wir verfolgen wollen, dass Sie dann einen Teil über Horizont Europa, anderes über nationale Fördermittelgeber kombinieren. Die tatsächliche Verzahnung in einzelnen konkreten Projektvorhaben hängt vor allem sehr stark davon ab, ob der nationale Drittmittelgeber das beispielsweise auch erlaubt. Also da kann ich Ihnen nur den Tipp geben, immer auch nochmal gezielt zu schauen, ob wirklich unter welchen Bedingungen beide Drittmittelgeber gegebenenfalls Kombinationen zulassen oder auch nicht. Genau. Für konkrete Fragen melden Sie sich gerne. Ja. Okay, und dann gibt es jetzt eine Frage, bin mir nicht sicher, auf welche Folie es sich bezieht. Es bestand die Vermutung oder ich dachte, es muss stets ein Eigenanteil eingeplant werden. Stimmt das? Also ein Eigenanteil, das ist so ein bisschen die Frage, wie man das definiert. Da gibt es ja auch irgendwie in diesem ganzen Drittmittelbereich sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Wie gesagt, das ist halt so, dass Sie eben immer auch, wenn Sie sich anschauen, was eigentlich alles anfällt für ein Projekt, es Kosten gibt, die nicht zuwendungsfähig sind und nicht erstattet werden können. Grundausstattung etc. Ist so ein typisches Beispiel, nicht förderfähige Abschreibungskosten etc. Ein fester Eigenanteil im Sinne von der Ausweisung, sowas wie 30%, 40%, 50% ist eben in Horizont Europa. In den allermeisten Fällen, vielleicht nochmal als Einschränkung zu sagen, wenn Sie 100% der Kosten erstattet bekommen, in der Form nicht vorgesehen. Aber das werden Sie vielleicht auch sehen, wenn Sie in dem Bereich unterwegs sind. Es gibt sicherlich irgendwie immer mal so spezielle Sonderförderungen, wo das anders ist. Es kann auch sein, dass Sie das im Rahmen der Konsortialverhandlungen irgendwie noch ist, so diese Herangehensweise gibt zu sagen, wir möchten gerne noch zeigen, dass wir zusätzlich was ins Projekt reingeben, was so ein bisschen so ein impliziter Eigenanteil ist, der aber nicht vorgewiesen ist. Das, was man im Horizont Europa-Sprech als Eigenanteil klassifizieren würde, also einer Differenz zwischen abgerechneten Kosten und erstatteten Kosten, das sehen Sie dann immer auch direkt im Projektbudget, ob da eben dann 100% oder 70% in der Funding Rate-Spalte steht. Ich hoffe, dass trifft so ein bisschen alles, was diese Frage sein könnte. Gut, dann eine Frage zur Folie 15. Wenn es keine Sonderregelung für EU-Projekte geben darf, wie passt das dann zur neuen Methode der Personal Unit Costs, die die Kommission ab 1. Mai diesen Jahres als Alternative anbietet? Ja, auch eine ganz fantastische Frage. Sie werden es vielleicht gesehen haben, dass ich das nicht nochmal explizit hier in dem Foliensatz aufgenommen habe. Es ist so, dass wenn Sie, die Kommission sagt halt erstmal grundsätzlich, und das ist das, worauf sich das hier mit der Sonderregelung bezieht, nutzt bitte eure intern üblichen Kostenabrechnungsverfahren, aber die dürfen eben nicht Regelungen beinhalten, die sozusagen finanzielle EU-Projekte besser stellen. Als ein Beispiel, es gibt eine Leistungszulage, die aber nur für EU-Projekte gilt, weil man sagt, ach, hier können wir vielleicht noch mal 1.000 Euro drauflegen. Das ist nicht möglich. Was diese Personalkosten-Durchschnittsnetze betrachtet, ist das quasi ein anderes Verfahren, das aus eben nicht
zu sehen ist als etwas, wo eine Sonderregelung geschaffen wird, sondern wo Sie als Einrichtung ab dem 1. Mai die Möglichkeit haben zu sagen, wir legen uns einfach auf einen Personalkostensatz für unsere Einrichtung fest, der dann für die Budgetplanung und im Grant Agreement festgeschrieben wird. Und das heißt, Sie müssen dann nicht mehr im Nachgang bei den tatsächlichen Actual-Cost-Projekten berechnen, wie viel teuer waren die Leute denn in der Umsetzung wirklich, sondern Sie haben dann von vornherein über diese Bestätigung der Personalkosten-Durchschnittssätze, die vorab gemacht wird, wissen Sie quasi schon, ein Tag kostet einfach, kann bei uns immer nur mit, wie viel das dann auch immer ist, 300 € pro Tag angesetzt werden. Da guckt man sozusagen auf unterschiedliche Voraussetzungen, was die Festlegung von Kosten betrifft. Das eine, die internen üblichen Praxen, wo man nicht mehr machen soll, und das andere, eine grundsätzliche Festlegung, für die eigene Einrichtung freiwillig, auf eine Abrechnungshöhe. Gut, dann die nächste Frage bezieht sich auf Folie 17. Moment. Die Förderfähigkeit von Kosten nach Projektende. Hier wird es auf Prüfbescheinigungen und Endberichte bezogen. Genau. Schließt dies Personenkosten, die zur Erstellung von Endberichten notwendig sind, mit ein? Ja. Sie können nicht mehr Kosten geltend machen, wenn Sie noch schnell ein Deliverable oder irgendwas anderes fertig machen müssen, aber auch Personalkosten für die Erstellung der Endberichte können dort mit abgerechnet werden, geltend gemacht werden, nicht nur von der koordinierenden Einrichtung, sondern es gilt auch für die Projektpartner. Die nächste Frage: Sind Bankgebühren für Auslandsüberweisungen für Lieferanten im Ausland förderfähig, also zum Beispiel 40 oder 60 € Pauschalen pro Überweisung, oder nur die Bankgebühren, wenn man als Koordinator an Projektpartner Mittel weiterleitet? Also die Bankgebühren, also alles, was sozusagen im Zuge der Beschaffung von irgendwelchen Gütern, Dienstleistungen aus dem Ausland betrifft, kann mit berücksichtigt werden. Das sind jetzt nicht nur die Überweisungen als koordinierende Einrichtung ins Ausland. Ich kann da nur aus eigener Vorerfahrung, von meinem anderen Berufsleben, vorherigen Berufsleben berichten. Da könnte sich vielleicht so ein bisschen die Frage stellen, ob Sie die dann auch projektspezifisch irgendwie für das Projekt erfassen. Das wäre so ein Fragezeichen, aber grundsätzlich ist es, fallen die nicht automatisch raus, Bankgebühren, die anfallen, weil man irgendwo im Ausland einkauft oder hinliefert oder so. Können Prototypen mit Vollkosten beantragt werden und kann dies im Antrag an irgendeiner Stelle begründet werden? Ja, es kann beantragt werden, wenn es in der Ausschreibung vorgesehen ist. Das ist jetzt keine Möglichkeit, das selbst auszuwählen. Es gibt zwar auch im Annotated Model Grant Agreement oder generelle Model Grant Agreement, wenn man sich den Abschnitt Equipment anschaut, kann der Eindruck entstehen, dass man selber die Möglichkeit hätte, auszusuchen, was da möglich ist. De facto ist es aber so, dass das bereits vorab in den Ausschreibungen festgelegt ist, ob diese Full Cost Option möglich ist. Da sollten Sie ganz genau Blick drin haben, gegebenenfalls im Zuge der Vorbereitung des Fördervertrags nochmal Rücksprache halten. Grundsätzlich sind es nur die Abschreibungskosten. Außer es ist eben für die spezifische Ausschreibung festgelegt, dass andere Möglichkeiten gegeben sind. Ich glaube, zu den Abschreibungen kommt später auch noch eine Frage, aber jetzt Na, erstmal die gerne. nächste. Wo verortet man die Kosten im Antrag für Affiliated Entities? Affiliated Entities werden, das ist im Einige von Ihnen haben vielleicht auch schon von den Kolleginnen und Kollegen der NKS das Webinar zu der Antraganlegung im Portal mitgemacht. Da sind Sie vielleicht vertraut mit diesem Step 4, wo man so die Konsortialpartner angibt. Dort werden auch Affiliated Entities hinzugefügt und die tauchen dann als eigener Reiter in der Budgettabelle auf. Also Affiliated Entities, Entities, die wirklich mit einem Beneficiary verbunden sind, haben dann quasi eine eigene Budgetzeile und da wird das dann eingetragen. Ich hoffe, Okay. das hat sich nicht geändert. Das war jetzt kurz aus dem Gedächtnis, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es immer noch genauso ist. Ja, dann jetzt hier zur Folie 22 eine Frage zum Cascading oder zum Cascade Funding.
wenn dann bei diesen Specific Conditions drinsteht, dass man eben Financial Support to Third Parties providen kann, dann wird dann auch häufig ein Maximum Limit genannt, bis wie viel das sein kann. Bei welchem Konsortialpartner sind solche Kosten einzuplanen? Gibt es hier Erfahrungswerte, welche maximal Gesamtbeträge oder Anteile für ein solches Third Party in einem Gesamtbudget eingeplant werden sollte? Bei welchem Konsortialpartner, ob bei einem oder bei mehreren, das veranschlagt wird, ist den Konsortien selbst überlassen. Da gibt es keine Vorgabe, dass das nur die koordinierende Einrichtung oder nur eine Einrichtung oder nicht mehrere sein können. Was so die Erfahrungswerte angeht, würde ich Ihnen an der Stelle eher den Tipp geben, im Funding- und Tender-Portal, wenn Sie dort nach Ausschreibungen suchen, haben Sie unter Funding und dann Search for Proposals die Möglichkeit, das ist ja jetzt seit Mitte März, sieht das alles ein bisschen anders aus, aber wenn Sie da auf der rechten Seite so ein Menü ausklappen, können Sie Cascade Funding Calls auswählen. Und da werden Ihnen eigentlich alle Ausschreibungen, die im Rahmen dieser Cascade Funding von anderen Projekten umgesetzt werden, angezeigt. Da kann man vielleicht auch so ein bisschen spicken, wie andere das gemacht haben, ohne Gewähr, dass das dann für die eigene Ausschreibung, das eigene Projektvorhaben genau passend ist. Aber das wäre so mein Tipp, um sich ein bisschen besser damit vertraut zu machen, wie andere an das Thema herangegangen sind. Das ist auch was, wo man tatsächlich sagen muss, dass das dann so ein bisschen von der Ausrichtung des Projektes und wie das aufgesetzt wird, unterschiedlich gehandhabt werden kann. Melden Sie sich gerne, wenn Sie dazu spezifische Fragen haben. Besten Dank. Dann noch zu den Personalkosten. Dass die Tarifsteigerungen zum Beispiel ta bei TVÖD teilweise oder wahrscheinlich auch über 3% liegen könnten, wenn es zu Gehaltssteigerungen dann in den Jahren kommt. Wie sollte man sowas am besten einplanen? Dann, also Gehaltssteigerung, das war in dem Beispiel einfach angegeben, um so eine Idee davon zu bekommen, dass die mit berücksichtigt werden können, auch laufend. Wenn Sie jetzt sehen, das sind vielleicht eher 5% oder 3,5% oder wie auch immer, dann berücksichtigen Sie das. Also können Sie auch das berücksichtigen. Es gibt da keine Notwendigkeit, das an tatsächliche Zahlen rückzubinden. Häufig sieht man ja gerade im Bereich des öffentlichen Dienstes auch, dass Stufenaufstiege gerade so zwischen Stufe 2 und 3 nochmal einen Unterschied machen können und so. Also da gibt es ja manchmal sind das, ich möchte nicht sagen inkrementelle Verbesserungen, aber zwischen manchen Stufenaufstiegen gibt es ja durchaus auch erhebliche Unterschiede. Auch die können Sie, wenn Sie personenspezifisch das veranschlagen wollen, mit berücksichtigen. Genau, wird keine Vorgabe zugemacht. Sie könnten auch von einer Gehaltssteigerung von 10% ausgehen, wenn Sie das möchten. Okay, dann die nächste Frage bei internen Leistungsverrechnungen. Gibt es keine 25% Pauschale? Dürfen administrative, organisatorische Kosten, zum Beispiel Buchhaltung, Sekretärin, Büromat, Miete, analog dem Subcontracting mit der internen Rechnung abgerechnet werden? Also für die interne Leistungsverrechnung, das ist etwas, wo es sich dann doch geändert hat zu Horizon 2020, ist es so, dass tatsächlich jetzt für interne Leistungsverrechnung keine 25% indirekte Kosten mehr im Budget auftauchen. Allerdings können jetzt für die Ermittlung der Kosten der internen Leistungsverrechnung, also wenn wir von interner Leistungsverrechnung sprechen und Sie beispielsweise das Testlabor aus einem anderen Bereich Ihres Hauses nutzen, dann müssen die eben so Unit-Stückkosten irgendwie ermitteln, was quasi beispielsweise die Testung von irgendeinem Carbon kostet. Und dann sagen die, wir haben das einmal gemacht und das ist ein Stück Kosten, kostet 50 Euro. Und in diese Preisermittlung von diesen Stückkosten für die interne Leistungsverrechnung können auch Gemeinkosten, alles, was sozusagen dafür notwendig ist, mit berücksichtigt werden. Genau, also da würden sozusagen indirekte Kosten sich in der Ermittlung der Stückkosten für die interne Leistungsverrechnung widerspiegeln. Das ist jetzt ein bisschen arg in die Tiefe gehend. Genau.
Okay, vielen Dank. Zählen Personalkosten von Expats, die von Affiliated Entities aus einem Non-Associated Country kommen, zur Kategorie A3? Also wenn Sie assoziierte Partner im Projekt haben, ich fange vielleicht noch mal kurz anders an. Also wenn Sie jetzt Experten als zum Beispiel im Rahmen eines Advisory Boards einbinden und für die Honorarverträge ausgestellt werden, dann würden die als tendenziell eher als A2 Person mit einem ähnlichen Arbeitsvertrag geltend gemacht werden können. Wenn Sie jetzt tatsächlich Leute haben, die Ihnen quasi an Ihrer Einrichtung entsandt werden, dann würde das tatsächlich dieses A3-Konstrukt sein, wo Ihnen quasi Personal von Dritten zur Verfügung gestellt wird. Wenn wir jetzt von assoziierten Partnern sprechen, also von Leuten, die als bei assoziierten Partnern im Projektkonsortium beschäftigt sind, die müssten sich um ihre eigenen Kosten, Personalkosten kümmern. Okay, dann kommen wir Folie 34. Hier nochmal die Nachfrage, ob das richtig verstanden wurde, dass die Auditkosten, die anfallen, wenn man 430.000 übersteigt, dass die nur dann erstattungsfähig sind, ja, wenn sie eben notwendig sind, also nicht darunter. Genau. Wenn Sie jetzt nur 400.000 Euro Requested EC Contribution haben und ein Audit durchführen, dann können diese Auditkosten nicht abgerechnet werden. Erst wenn Sie basierend auf der Höhe und dann eben im Rückgriff auf den Fördervertrag dazu verpflichtet sind, ein Audit, also ein Certificate on the Financial Statement einzureichen, dann sind die entsprechenden Kosten auch zuwendungsfähig. Jetzt gibt es noch eine Frage. Haben Sie besondere Anweisungen bei Budgets von Lump-Sum-Projekten? Das ist jetzt sehr allgemein gehalten, vielleicht. Genau. Also falls die Person heute Nachmittag auch Genau, ich dabei wollte gerade sagen. ist, weil das relativ aufwendig ist mit den Lump-Sum, haben wir dazu ein eigenes Webinar heute Nachmittag angesetzt. Dann würden wir das dort aufgreifen oder auch im Nachgang dann gerne an die NKS-Ruf nochmal wenden. Die nächste Frage, wenn parallel Horizon 2020 und Horizon Europe Projekte bereits abgerechnet werden, wann kann man denn auf die pauschalen Unit-Personalsätze im Horizon Europe switchen? Jederzeit? Genau, also für diese organisationsweiten Personalkostendurchschnittssätze. Wir haben selber noch nicht so richtig ein Wording gefunden, das nicht sich sehr doppelt mit anderen Begrifflichkeiten, die es so in diesem in diesem Spektrum gibt. Aber wenn es eben um diese neue Möglichkeit gibt, ist es so, dass Sie erst diesen Durchschnittswert von der Kommission zertifizieren lassen müssen, damit er dann in Förderverträgen zur Anwendung kommt. Das heißt, rückwirkend für laufende Projekte, für alle Projekte, die zu Zeitpunkt, wenn Sie diese Bestätigung haben, wie hoch genau der Satz für Ihre Einrichtung ausfallen kann, wenn das noch nicht vorliegt, dann kann das eben auch nicht genutzt werden und auch kann auch nicht rückwirkend genutzt werden, sondern ist etwas, was erst ab dem Zeitpunkt gilt, wo Sie dieses Zertifikat quasi haben. Damit können Sie dann das in dem Fördervertrag für das Projekt festlegen lassen und dann wird es weiter durchgeführt. Genau, am 16. Ich möchte sagen, am 16. April hat die Kommission auch ein Informationswebinar dazu durchgeführt. Das kann man sich, ist auch unter Events abrufbar. Das kann man sich da an der Stelle auch nochmal anschauen und anhören, gerade zu diesem Themenbereich. Oder Sie melden sich eben auch nochmal im Nachgang, weil das eben eine freiwillige Option ist, um das hier vielleicht nochmal zu sagen, die für einige Einrichtungen vielleicht interessant sein könnte, aber das hier auch den Rahmen sprengen würde. Da kommen Sie gerne nochmal gesondert auf uns zu. Dann gibt es noch mal eine Nachfrage zu den Wechselkursgebühren, jetzt zum Beispiel, wenn man das Budget weiterleitet. Wechselkursgebühren sind grundsätzlich nicht abrechenbar oder sind die doch abrechenbar? Also wir
Es geht hier ja um Wechselkursverluste, explizit speziell aufgenommen für Einrichtungen, die nicht in Euro-Accounts unterwegs sind, also aus Drittländern etc. Das heißt, wenn die, dass die sind sozusagen nicht abrechenbar, wenn sie jetzt im Rahmen ihrer eigenen, und das ist aber immer so ein bisschen so eine Darstellungsfrage, wenn Sie jetzt beispielsweise eine Lieferung beauftragen, irgendwo im Ausland für, weiß ich nicht, 100 US-Dollar und das sind aktuell, sagen wir mal, 90 Euro, die wechseln, ne, nur um bei möglichst verständlichen Zahlen zu bleiben, und dann wird die Beschaffung durchgeführt, dann kommt irgendwann die Endrechnung, dann wird das irgendwie anders verbucht und dann kommt es da zu Wechselkursschwankungen irgendwie so, wie viel tatsächlich die einzelne Rechnung kommt. Das kann alles mit abgebildet werden. Was aber eben nicht möglich ist, ist, dass wenn Sie Partner im Projekt haben, die nicht Euro-Accounts führen, sondern irgendeine andere Währung haben, wenn die sozusagen Wechselkursverluste erleiden und auf einmal das, was sie an EU-Förderung erhalten, deutlich weniger wert ist. Diese Differenz, die kann dann quasi nicht geltend gemacht werden. Und wenn jetzt Gebühren, Pauschalen anfangen, also von einer Überweisung ein bestimmter Prozentsatz oder eine Pauschalgebühr anfallen, die sind auch, also die sind nicht abrechenbar. Genau, also ich würde vorschlagen, Sie melden sich einfach nochmal bilateral, um das, also Okay. genau, ich habe so eine Idee dazu, aber manchmal ist es halt auch wirklich eine Frage, so ein bisschen, wo das wann wie erfasst werden kann, ob das projektspezifisch auch identifizierbar ist. Also ohne das jetzt abwürgen zu wollen, einfach das Angebot an der Stelle, sich einfach nochmal bei uns im Nachgang zu melden, damit wir das dann spezifisch nochmal uns angucken können, von was genau wir da reden, was da vielleicht noch zu beachten ist. Genau. Okay, dann kommen wir jetzt zur letzten Frage aus dem Chat, falls nicht noch irgendwelche nachgeschoben werden. Frage nach Best Practice. Wie werden die nicht abrechnungsfähigen Anteile der Bruttopersonalkosten maximal 215 Tage pro Jahr weniger als Arbeitstage minus Urlaub bzw. Krankheit gedeckt? Das Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also vielleicht für zum Kontext der Frage, es ist so, dass es tatsächlich sein kann, dass einfach auch zum Beispiel aufgrund von längeren Abwesenheitszeiten oder ähnliches es zu einer Differenz kommt zwischen dem, was Sie bei sich in der Einrichtung an Arbeitgeberbruttoausgaben haben und dessen, was maximal erstattet wird oder zuwendungsfähig ist. Diese Differenz wird tatsächlich von den Einrichtungen, da wird sehr unterschiedlich mit umgegangen. Die entweder so einen Ausgleich mit anderen Haushaltsstellen. Das kann aber auch sein, dass das einfach so zentrale Töpfe gibt, aus denen das beglichen wird. Das ist wirklich letztendlich eine Frage der internen Umsetzung und internen Verbuchung, Ausgleichszahlung für den, ich weiß jetzt nicht, aus welcher Richtung die Frage kommt, sollten Sie von einer Universität oder von einer Universität kommen. An der Stelle der Hinweis, dass auch die EU-Referentinnen und Referenten, wie vorhin schon angesprochen, untereinander vernetzt sind, dass da vielleicht die Möglichkeit gibt, einfach auf Erfahrungswerte anderer Einrichtungen zurückzugreifen. Für Forschungseinrichtungen gibt es ja ähnliche Konstruktionen. Genau, da vielleicht nochmal so eher kollegialen Austausch zu suchen, wie die eigentlich wirklich damit umgehen, weil das durchaus ein bisschen auch die Frage, welche Personalkosten von wem anders gehandhabt werden kann. Manchmal sehr, welches Okay, SAP-System, genau. es kommt gerade das Feedback, dass die Ausführungen geholfen haben. Super. Okay, dann sind wir mit den Fragen durch. Dann vielen Dank, Rena, für die Beantwortung. Gerne. Und wenn es noch im Nachgang konkrete Fragen aufkommen, dann auch gerne an die Kolleginnen und Kollegen von Enkers Recht und Finanzen Genau. wenden. Dann bedanke ich mich bei allen Teilnehmenden und würde dann das Webinar jetzt auch beenden und freue mich natürlich, wenn Sie auch heute Nachmittag wieder und bei den weiteren Terminen dabei sein werden.